Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu die Säulen der Erde. Das ist kein Loch, das ist ein Topf. Verstehe ich nicht. Gut, das ist ja auch nicht wirklich ein Kamin. Wir klicken das mal an hier. Das ganze Holz verrottet. Achso, das Loch. Was ist hier geschehen? Onkel und Tante noch am Leben? Das will ich hoffen. Feuer außer Kontrolle geraten, Haus mit Absicht in Brand gesetzt. Werden es von nie erfahren, doch wenn die noch leben, schon, würde ich sagen. Vaters Geld. Ach ja, ach, die Priestergeschichte, genau. Vom Regen durchnässt. Es ist ganz weich und verfault, überall schimmelt. Das musste aber auch schon lange so sein. Ein paar Körbe und ein Butterfass. Ich kann mich nicht erinnern, dass Tantchen Butter machte. Vielleicht ist es nicht von ihr. Gibt's hier noch mehr? Da, Fleisch. Nicht viel übrig. Aber riecht immer noch faul. Mir wird schlecht. Tja, gehen wir mal rüber. Starrt vor sich hin, was er wohl denkt. Das ist alles verbrannt und verrottet. Fragen wir ihn doch mal. Tasubo, einen schönen guten Abend. Wiener Madel, guten Abend. Wollt noch kurz Hallo sagen für den Löffelschwende? Viel Spaß. Tante Edith und Onkel Simon müssen lange fortgezogen sein. Jetzt will ich hoffen, dass sie wirklich nur fortgezogen sind. Tür. Ist das wirklich ihr Haus? Onkel Simon ist ein Ritter. Könnte sich einen Stammhaus leisten. Vielleicht haben sie sich irgendwo ein neues Haus gebaut. Ein richtiges aus Stein. Vielleicht sind sie auch in Gefangenschaft geraten. Oder so. Geld genug für ein Steinhaus hatten sie schon immer. Aber aufmachen will sie die Tür nicht? Vielleicht ist das nicht mal das richtige Haus. Doch. Woher willst du das wissen? Es ist lange her, seit wir hier waren. Diese Häuser sehen alle gleich aus. Hör auf, Ellie. Bitte. Sie sind weg. Wahrscheinlich ermordet. Was auch geschehen ist. Wir werden sie nie finden. Ach, jetzt nicht so optimistisch. Es gibt keinen Ort mehr, wohin wir gehen können. Geht's hier nicht nach rechts weiter? Wir sprechen ja mal an. Gib nicht auf! Wir schaffen das. Komm, reiß dich zusammen! Lass mich allein, Ellie. Oh. Warum gehst du nicht ein Stück spazieren? Ich sollte ihn einen Moment allein lassen. Also doch. Okay, gut. Dann gehen wir raus. Dann gucken wir uns hier mal um. Karren, im besseren Zustand als das Haus. Simon und Edith können noch nicht so lange fort sein. Der Stall sieht besser aus als das Haus. Vom Feuer verschont. Schlafplatz für die Nacht. Dann gehen wir doch mal rüber. Ah ne, kann ich gar nicht reingehen? Ne. Geh spazieren. Gut, dann gehen wir spazieren. Schon wieder wollte wer was. Das ist ein zerfetteter Stream schauen. Wie geht's heute? Wie lange? Also das Übliche ist halb elf, so denke ich mir. Wieso, wer wollte denn da wo was? Es gibt in der Nähe sogar noch mehr. Viele Schäfer benutzen diese Weiden. War mal unser Land. Müssen wir schnell wiederbekommen, damit die Hamleys nicht alles kaputt machen. Voll Wolle. Wie die Säcke in Maggies Lager. Vielleicht kommen einige sogar von hier. Er hat uns vorhin geholfen. Jetzt nimmt er mich kaum wahr. Er ist ganz eben, der hat was zu tun. Nochmal guten Tag. Guten Tag. Nach Huntley geht's dort entlang. Du kannst es nicht verfehlen. Ich weiß. Wir haben gerade herausgefunden, dass die Leute, nach denen wir gesucht haben, vertrieben wurden. Oh, das ist eine Schande. Zur Erinnerung, das ist der junge Graf, der eben noch geschworen hat, nicht eher zu ruhen, bis er seine Grafschaft zurück hat. 5 Minuten später hat er seinen Onkel nicht gefunden und will sich nur noch in die Ecke verziehen. Das stimmt allerdings, Mortus, da hast du recht. Was tut ihr da? Meine Arbeit. Meine Frau ist krank und darum muss ich alles allein machen. Hm.
muss bis heute Abend fertig sein. Sonst schaffe ich es morgen nicht nach Winchester. Das ist natürlich doppelte Arbeit. Ich würde sagen, wir könnten ihm dann helfen. Warum fragst du? Wir sollten hier bei unserem Onkel und unserer Tante einziehen. Aber da sie fort sind, müssen wir einen anderen Weg finden, uns durchzuschlagen. Wisst ihr, was mit den Besitzern des abgebrannten Hauses dort hinten geschehen ist? Sucht ihr vielleicht nach Simon? Ja, so ist es. Vor kurzem kam eine Bande Ritter zu seinem Haus. Üble Kerle. Haben alles abgefackelt. Sagten, er sei Teil einer Verschwörung gegen den König, wie sein Bruder, der Graf. Was ist mit Simon und seiner Frau geschehen? Keine Ahnung. Hab sie seitdem nicht mehr gesehen. Ich verstehe. Vielen Dank. Ach so, du musst arbeiten. Okay. Edrich, einen schönen guten Abend. Hallo. Wir können eine Wolle nach Winchester bringen. Wollen wir das oder wollen wir lieber die Schafe scheren? Ich will mal so ein nackiges Schaf sehen. Wir könnten euch helfen, Schafe zu scheren. Nee, an meine Herde lasse ich keine Fremden ran. Außerdem könnte ich nichts dafür zahlen. Wir haben kein Geld. Aber ich kann komplett bei euch schlafen. Dann bringen wir die Wolle nach Winchester. Kommen wir hier weg. Wir könnten eure Wolle nach Winchester bringen. Ihr könntet zu Hause bleiben und euch um eure Frau kümmern, während wir eure Ware verkaufen. Das wäre sehr freundlich von euch. Aber woher weiß ich, ob ihr den richtigen Preis aushandelt und mir nachher auch das Geld bringt? Sag uns den Preis. Nackte Schafe. Biete an, die Wolle hier und jetzt zu kaufen. Was wäre, wenn ich euch die Wolle abkaufe? Ach, dann heißt es, mache Profit, da ist das ein Schiefmensch für. Ihr würdet euer Geld gleich jetzt bekommen und bräuchtet nicht mehr zum Markt zu gehen. Und was wir dazu noch rausschlagen können, wäre der Lohn für unsere Mühe. Das wäre eine Überlegung wert. Aber dann müsstet ihr meine ganze Ware kaufen und ich glaube nicht, dass ihr genug Geld dafür habt. Ich muss jetzt wieder an die Arbeit. Die Sonne geht bald unter. Verzeihung? Tut mir leid, aber ich verkaufe nicht. Nicht für einen Preis, den du zahlen könntest. Wie viel kostet ein Sack? Nennt euren Preis. 1,5 Pfund. Ich kaufe die Wolle für 1,5 Pfund. Überprüfe erst die Qualität. Ich möchte erst die Wolle sehen. Gut, schau sie dir an. Lass mal sehen. Das ist ziemlich dünnes Vlies. Ich habe die billigen nach oben gelegt, falls es mal regnet. Die weiter unten sehen auch nicht viel besser aus. Nun ja, ich konnte nicht warten, bis die Wolle dichter wurde. Meine Familie ist hungrig und schwach. Ich musste die Schafe diesmal früher scheren. Nun gut. Ich kann euch 1 Pfund bieten. Das ist weniger, als ich in Winchester kriegen würde. Dafür musst du nicht hinfahren. Ist ja die Frage, ob der Deal komplett scheitert, wenn ich jetzt nochmal beim Pfund bleibe. Also 1,5 Pfund... ist es wahrscheinlich ja nicht wert, ne, wenn das so dünne Qualität ist. Ich habe mal geguckt, es gibt die Achievements auch im Game, kann man sich die angucken, da fehlen mir schon ganz viele. Und ich blicke auch die Reihenfolge nicht, in welcher die auftreten. Und da war ein Achievement, mache Profit, das wird sich wahrscheinlich hier drauf beziehen, wenn ich es dann wieder verkaufe. Der Mambo, hallo, schönen guten Abend. Und Jeremita, was meint ihr denn? Beim Pfund bleiben oder wollen wir 1,25 bieten? Ich bin gerade überlegen, ich hätte ganz gerne mal Meinungen. Ein Viertel? Ja, aber ihr will 1,5 haben.
Also ich hätte ihn ja schon um 33% dann gedrückt. Und beim ersten Mal hat er gesagt, nee. Ich glaube, wir mit einem anderen Viertel, wenn ihm das nicht gefällt, dann bleiben wir dabei, ne? Machen wir das. Ich kann euch 1 Pfund und 60 Pence geben. Ey, komm. Na ja, gut, wirf mir das Geld rüber. Wirf mir das Geld rüber. Ich werde noch die alte Mabel hier scheren, dann bringe ich dir den Rest, den ich habe. Vielleicht willst du auch mit anderen Schäfern in der Gegend reden. Vielleicht wollen sie auch verkaufen. Oh, das mache ich. Danke. Und wie kriege ich die Sache darüber? Übrigens, ein Mann hat nach dir gefragt. Ach was, wer denn? Er kam hier kurz nach dir vorbei. Ich habe ihm gesagt, du wärst nach Huntley gegangen. Wie sah er aus? Braunes, lotteriges Haar, Bart, schwarzes Pferd. Vielleicht ist er einfach an euch vorbeigeritten. Die alte Hütte ist nicht leicht zu finden. Soll ich ihm was ausrichten, wenn er wieder auftaucht? Sagt ihm, wir hätten Huntley verlassen. Das werde ich. Jetzt lass mich die Säcke holen. Toll, dann weiß man auch nur, wo sie nicht mehr sind, ne? Ich frage mich, was Richard hiervon halten wird. Ich mich auch. Wir gehen mal wieder rein. Was haben wir falsch gemacht, Ellie? Warum bestraft uns Gott? Du wolltest nicht aufgeben, bevor du das... Aber ist ja auch egal. Ja, man bringt uns nicht weiter. Wir haben nichts falsch gemacht. Ach komm, wir sind mal ein bisschen... Jammern bringt uns nicht weiter. Wir müssen weitermachen. Oder wir werden sterben. Das klingt aber auch traurig dabei. Aber wir können nirgendwo hin. Wir sind jetzt Gemeine. Gemeine, die nie gelernt haben, gemeine Arbeit zu tun. Und wir beide haben Vater einen Eid geschworen. Wenn wir die Grafschaft nicht zurückbekommen, kommen wir in die Hölle. Ach... Wir könnten Wollhändler werden. Wir haben immer noch Vaters Geld. Wir könnten Wollhändler werden. Wir könnten Wollhändler werden. Was wissen wir denn bitte über Wolle? Wir wissen von Mac, dass viele Schäfer über den langen Weg nach Winchester klagen. Was, wenn wir ihnen den abnehmen? Und was ist mit meinem Ziel, Ritter zu werden? Uff. Onkel Simon ist nicht der Einzige, der dich als Schildknappen annehmen kann. Wenn wir genug Geld verdienen, könnten wir einen anderen Ritter bezahlen, dich auszubilden. Ungefähr ein Jahr alt, Proxy. Das könnte gehen. Nicht wahr? Wir hatten bislang Pech, doch sicher ist nicht jedermann auf Erden unser Feind. Nö. Das ist anzunehmen. Es wird eine Weile dauern, aber wir sollten imstande sein, nach und nach ein Vermögen aufzubauen. Alles, was wir brauchen, ist viel Geduld und Gottes Segen. Oh. What the heck? Lord Hamley hat mich mit dem Pferd erwischt, das ihr ihm gestohlen habt. Oh! Er meinte, ich darf ein bisschen mit euch spielen, bevor ich euch zurückbringe. Oh! Oh! Bleib weg von ihm! Oh! Oh. Habe ich jetzt aber auch nicht so richtig mit. Kriege ich einen Erfolg dafür wenigstens? Richard, alles in Ordnung? Was ist passiert? Zum Jammerlappen, ey. Du lebst! Du lebst! Ich konnte nicht mehr mit ihm reden. Warum weinst du? Ein zergemessert Robot. Na, guck mal, da kommt er raus jetzt. Aus seiner Ecke. Weil wir beide am Leben sind. Wir zwei, Errungenschaft freigeschaltet. Im Nachhinein betrachtet hatten wir Glück gehabt, dass er sich keine Knochen gebrochen hatte. Und dass sein Ohr so schnell verheilt war, nachdem wir die Wunde ausgebrannt hatten. Sonst hätte mein Bruder den Angriff in Huntley bestimmt nicht überlebt. Sobald er wieder gehen konnte, packten wir unsere Habseligkeiten und brachen auf. Und waren dankbar dafür, davongekommen zu sein und bereit, ein neues Leben zu beginnen. Ich habe auch Schwarzbild. Ich wollte es nur noch mal gesagt haben. Ein paar Wochen später. Die sieht aber zielstrebig aus. Die weiß genau, was sie will. Ich mag sie. Was macht deine Verletzung?
Keine Sorge, mir geht's gut. Darf ich fragen, was ihr mit dieser ganzen Wolle vorhabt? Ja, verkaufen. Alienas Notizen über Handel untersuchen. Um einen guten Preis zu verhandeln, muss man zuerst die Vorzüge der Ware anpreisen. Alles, was dir einfällt. Du musst deine Waren kennen. Wenn dein Geschäftspartner dann gewillt ist, über den Preis zu verhandeln, darf man es aber nicht mit den Forderungen übertreiben. Wenn man das Doppelte verlangt, wird sich der andere vermutlich vor den Kopf gestoßen fühlen. Wenn man aber zu... Ups, wo ist es hin? Wo ist es hin? Ist es weg? Warte mal. Wenn man aber zu bescheiden ist, könnte die Ware minderwertig erscheinen und die Verhandlung uninteressant. Es ist also wichtig, einen vernünftigen Preis vorzuschlagen, der über dem liegt, den man selbst erzielen will. Das Gegenangebot kann dann beide Seiten zufriedenstellen. Bedenke, verhandle klug. Nicht nur beim Verkauf der Ware, sondern auch beim Kauf. Nur so kannst du einen Profit erzielen. Das klingt so nach einer direkten Speicherempfehlung, würde ich sagen. So, und dann kann ich ja mal eben, wenn wir mal eben hier sind, Einstellungen. Ach, ich komme hier, komm ich gar nicht in die Achievements rein, was? Nee, komm ich, finde ich hier aus. Nee, ein bisschen Status will ich jetzt nicht. So, okay, dann wir sprechen mal mit dem zorniger Mann, ja. Was ist sein Problem? Schaut mal hier rüber. Was soll's? Der Mönch. Er sieht netter aus als Ralf, aber ich traue keinen Mönchen mehr. Es ist so leicht, seinen guten Ruf zu missbrauchen. Die kann ich eh nicht ansprechen, beide. Das ist der Volkaren. Ich hörte, die Flamen bezahlen sehr gut für englische Waren. Sie sagten, es sei das Wetter, das unsere Schafe so zäh macht. Könnte ein wertvoller Handelspartner sein. Gemüsestand, hauptsächlich Wurzeln, Rüben. Wenn wir die Wolle verkaufen, dann gibt es auch was zu essen. Ich habe solchen Hunger. Er wird beeindruckt. Wird er alles kaufen? Unser erster großer Handel. Den sprechen wir jetzt einfach mal an. Könntest du mir ein Musterstück zeigen? Ich würde gern die Qualität prüfen, bevor ja, ich etwas sieht, dazu sage. Alfred sieht halt immer so aus, ne? Was? Volkan, da gehen wir mal hin. Eine Wollprobe nehmen. Gemein. Komm schon, ich muss doch sehen, wie die Qualität ist, sofern du nichts dagegen hast. Nicht schlecht. Das ist eine Menge Wolle, die du da hast. Ja. Ich hoffe, du hast nicht vor, einen Wollstand aufzumachen. Mac würde mir die Ohren lang ziehen, wenn ich das zuließe. Wir sind nur hier, um zu verkaufen. Wie würdet ihr mich daran hindern? Nee, wozu? Komm, wir wollen Profit machen, wir wollen ihn nicht verärgern. Wir sind nur hier, um zu verkaufen, nicht um euch Konkurrenz zu machen. Die Wolle kommt von Schäfern in der Nähe von Huntley. Sie gaben sie mir, damit sie nicht selber zu kommen brauchen. Ich verstehe. Gut, ich biete dir hierfür einen Pfund pro Sack. Was? Nur ein Pfund? Das ist ein fairer Preis. Aber ich habe mehr dafür bezahlt. Ich würde einen Verlust machen. Wie viel hast du denn bezahlt? Ein Viertel Pfund pro Nein, Sack. Nein, eineinhalb hast du das dafür bezahlt. Alles, was eineinhalb ich hatte. Hast du den dafür Rest bezahlt. Musste ich für den Zoll am Tor ausgeben. Dann hast du dich übers Ohr hauen lassen. Was? Ich kann ja nicht für deine Fehler bezahlen, oder? Das musst du mit dir selbst ausmachen. Ellie, lass mich das machen. Mach mal, Richard. Euer Geld wird nicht nur die Wolle bezahlen, sondern uns auch dabei unterstützen, unsere Grafschaft zurückzugewinnen. Wenn ihr uns mehr bezahlt, werde ich euch das nie vergessen und euch reich belohnen, wenn ich einmal Graf von Shiring bin. Ich könnte euch sogar ein alleiniges Vorrecht auf unsere eigene Wollproduktion gewähren. Das ist ein klangvolles Versprechen. Und das würde euch kaum etwas kosten. Ihr beiden seid also der Sohn und die Tochter des Grafen von Shiring? Ja. Aber ihr seid nur Kinder. Wir werden Geld verdienen. Und ich werde ein Ritter werden und um Ruhm und Ehre kämpfen. Ja. Bis der König uns unser väterliches Erbe zurück... Aber momentan verkaufst du Wolle. Das ist die Sache.
Das klingt ja alles schön und gut, aber ich kann euch nicht mehr zahlen als das, was ich euch angeboten habe. Dann werde ich beweisen, dass die Wolle den Preis wert ist. Lasst mich noch einmal einen Blick darauf werfen. Wir sollten doch wissen, woran man hohe Qualität erkennt. Weißt du noch, was die Schäfer dazu gesagt haben? Die Wolle kommt von einer guten Rasse von Schafen. Was sonst noch? Und andere Wolle sieht manchmal fettig aus. Unsere nicht. Sie ist trocken, leicht und weich. Die Wolle ist auch ziemlich stark. Sie hält gut zusammen. Das ist alles, was mir einfällt. Ja, mir auch. Okay. Marktplatz verlassen. Ist es wirklich nur das hier, ja? Ja. Na gut, versuchen wir es nochmal. Hast du es dir überlegt? Lobe die Wolle. Lobe die Wolle! Bei diesem Wetter kommen einige Wagenladungen Wolle feucht an. Ich habe darauf geachtet, dass diese trocken und unbeschädigt geblieben ist. Sie ist leicht zu transportieren. Und Kunden kaufen ungern nasse Wolle. Wolle ist oft voller Fett und Dreck. Aber die hier wurde sehr gründlich entschweißt. Sie ist sehr sauber und weich. Selbst kritische Kunden wären davon beeindruckt, das stimmt. Ja. Die Wolle mancher Schafe ist brüchig, aber die hier ist fest. Die Schafe hatten ein gutes, gesundes Leben. Sie eignet sich für feinere und stabilere Tuche. Ja. In Ordnung. Was für einen Preis stellst du dir vor? Mindestens 1,5, darunter nicht. Das geht gar nicht. Das geht nicht. Das läuft nicht. Bescheiden, vernünftig. Bescheiden ist es Minus dann irgendwie, wenn wir noch Zoll bezahlt haben. Riskant 2 Pfund. Na komm, wir machen riskant. 2 Pfund pro Sack. Ach, bist du verrückt? Das ist ein bisschen viel. Dafür kriegt man ja fast schon ein goldenes Vlies. Pfund und 10 Schilling pro Sack. Hör zu, ich gebe dir 1,25 Pfund für jeden Sack. In Ordnung? Du hast ein paar gute Argumente vorgebracht. Deine Wolle ist ausgezeichnet. Na klar ist sie das. Aber kein Penny mehr. Einverstanden? Ich soll Profit machen. Das ist nicht genug. Ich will 1,5 Pfund. Nein, nicht mit mir. Oder willst du doch lieber nur 1 Pfund haben? Also gut. Ich nehme euer Angebot an. Ich bedanke mich für das Geschäft. Wir haben es geschafft, Ellie. Nun ja, wir haben den Einkaufspreis wieder rausgeholt. Ja, genau. Aber wenigstens habe ich einen besseren Preis aushandeln können. Ich weiß, warum Mac dich mag, Aliena. Du bist genauso kaltschnäuzig wie sie. Aber Profit haben wir nicht gemacht. Seid nicht so streng mit euch selbst. Also keine Schiefe. Mein Freund Milius sagt, ein gutes Geschäft braucht eine Menge Planung und Erfahrung. Kann ich euch helfen? Verzeihung, ich wollte mich nicht einmischen, aber ihr seid Lady Aliena, nicht wahr? Ja. Und ich bin Lord Richard, Sohn von Graf Bartholomäus. Mein Name ist Philip von Gwyneth. Ich bin der Prior von Kingsbridge. Ich habe von euch gehört. Und sie hat damals Schafe. Vielen Menschen geholfen, die vor den Hamleys geflohen sind. Wir haben nur getan, was rechtens war. Ich kannte euren Vater. Mein Vater kannte viele Leute. Nicht alle waren ihm wohlgesonnen. Ich weiß. Ich würde euch anbieten, euer Geschäft nach Kingsbridge zu bringen. Unser Wollhandel ist fast zum Erliegen gekommen, so Gott vergebe. Dabei haben wir so viele Schafe. Jo, vielleicht könnten wir da eine Vereinbarung finden. Yep, können wir. Ihr wollt, dass wir Händler werden? Aber ich habe Verlust gemacht. Ihr würdet nicht für mich arbeiten.
Ihr würdet mit mir arbeiten. Ich kann sehen, dass ihr harte Arbeit nicht scheut. Ich kenne keinen einzigen Novizen, der von sich aus bereit gewesen wäre, einen solchen Karren zu ziehen. Ihr habt vielleicht Verlust gemacht, aber das heißt nur, dass ihr noch einiges lernen könnt. Oh ja. Mein Freund Bruder Melius würde gewiss gern mit euch reden. Er geht immer für unsere Priorei zu den Märkten. Was sagt ihr dazu? Ja. Ich überlege es mir. Bitte, überlegt euch mein Angebot. Ihr werdet in Kingsbridge willkommen. Es ist das Mindeste, was ich für euch tun kann. Danke, Vater. Nicht viel später fand ich dann in Kingsbridge ein Zuhause. Wahrscheinlich hätte man nur Profit machen können, wenn man den wirklich vorher auf einen runtergehandelt hätte. Ich erinnere mich an den Tag, als ich dort ankam. Wir sind das so gutmütig. Der Chat auch. Du? Dich kenne ich doch. Ach, das ist jetzt die Szene. Du bist der Junge ohne Vater. Gut, inzwischen habe ich sogar zwei Väter. War ja auch 5 Wochen früher. Ach, wirklich? Ja, Tom Bilder und Jack Sherberg. Sehr schön. Und hier dann vergingen also die Tage wie im Flug. Gut, das ist klasse. Ich ahnte damals noch nicht, dass die beste Zeit meines Lebens und die schlimmste noch vor mir lag. Der Mambo hat gesagt, ich soll bei meinem Fund bleiben. Zu spät gelesen, vorher waren 2 Meinungen, mach mal 1¼. Ihr seid halt alle zu nett und der Mambo ist halt ein erfahrener Wollhändler. Das ist so eine Sache, da kannst du nichts machen. Haubi, schönen guten Abend. Was du getan hast, du hast an eurem alten Stadthaus geklopft und die Hamleys aufgefunden. Du hast einen Schlafplatz für die Nacht gefunden, deine Füße schmerzen von der Reise. Du hast deinen Schuhe selbstbewusst geleistet. Du hast deinen Vater ein letztes Mal sehen können. Du hast Richards Leben gerettet. Ihr steht beide noch unter Schock. Du hast dem Schäfer 1¼ Pfund pro Wollsack bezahlt. Du hast einen besseren Preis für die Wolle verhandelt, aber mit Verlust verkauft. Das heißt, wir haben keinen Profit gemacht. Philipp hat dich nach Kingsbridge eingeladen. Das ist doof alles. Doof.